Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Wir sind in der Wüste angelangt. Die Hoffnung ist gestorben, dass es hier irgendwo einen Ort gibt, an dem man seine Ruhe hat vor dem Sturm. Sie braucht dringend Wasser. Ich weiß, aber wir haben schon jetzt kaum noch Wasser. Sadie, bist du sicher, dass sie nie wieder laufen kann? Alles andere wäre ein Wunder. Na super. Warum ist sie denn auf einmal so ausgeflippt? Naja gut, ihr hat hier... Die ist selber verändert. Also wurde verändert, sagen wir es mal so. Anscheinend ticken die meisten Veränderten dann aus. Nur uns hat es ganz gut getroffen, würde ich mal meinen. Oh, die ersten Gegner. Was kommt denn hier eigentlich für Gegner? Ein Hornreißer. Sieht so aus wie die anderen Viecher im Wald. Wieder nur eingetroffen. Ein bisschen schade, dass die Fähigkeit so kurz ist. Es gibt zwar den Mod, dass man das verlängert, die Reichweite, aber ist halt wieder ein Modplatz weg dafür. Da das eh mit den Lavageschossen jetzt durch die neue Waffe nicht ganz so geil klappt, ist das, denke ich mal, Schwachsinn, den Waffenmod drauf zu hauen. Na, die sind ja eigentlich relativ easy, aber wir haben einen hinter uns. Gibt's doch gar nicht. Wollte er sich anschleichen, der Gute, und wurde eingeäschert. Ich muss sagen, die Wüste wird dann später noch recht schwer. Aber dadurch, dass wir jetzt generell so gut durchgekommen sind, bin ich doch relativ überzeugt davon, dass wir das hier ganz gut hinkriegen. Müssen wir mal kurz ein bisschen ausweichen. Ja. Oh, shit, 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 weg. Wäre schon wieder fast der Tod gewesen. Ich sollte nicht immer sagen, dass es gut läuft. Ich glaube, das ist ein Fehler, wenn ich das sage. So, jetzt mach erstmal den Kleinen weg. Oha. Ja, schadenstechnisch ist halt echt heftig, ne? Aber Pyromant ist ja eigentlich auch so Damage-Dealer und Leben ist halt immer nicht so geil. Aua. Nein. Nein. Schnell. Wir müssen halt echt immer... Hä? Nein, was hab ich gemacht? Der Sturm kommt schnell näher. Schon was gefunden? Bis jetzt dein Herz an der Fresse. Bin ich warm. Dafür gab's ordentlich Loot. Vielleicht war ja was Gutes dabei. Wir gucken dann nachher mal. Können wir jetzt hier lang laufen? Nee. Ich kapier's nicht. Wir kommen dem Signal näher. Es sollte eigentlich nur übertragen werden können, wenn die Effekte der Anomalie abnehmen. Stattdessen ist die Anomalie hier stärker als an allen anderen Orten. Könnte es sein, dass wir uns dem Auge des Sturms nähern? Das könnte sein, aber so ein plötzlicher Klimawandel von tropisch zu trocken, nur die Anomalie kann so ein Extrem verursachen. Was ist, wenn sie sogar schlimmer wird? Ja, was ist dann? Ist schon krass, ne? Hinter dem Tor komplett Tropenland. Und jetzt auf einmal Wüste. Aber es sieht sehr schön hier aus. Wieder ein bisschen freundlicher als der Rest. Brauchen wir Muni? Ja, wir nehmen nochmal Munition mit. Achso, ist gar keine Muni, ist eine richtige Kiste. Cool. Finde einen Unterschlupf, wo ihr vor dem aufziehenden Sandsturm sicher seid. Oh ja, jetzt wird's... Ach man, gerade gesagt, dass es so schön freundlich aussieht. Wird's direkt wieder kacke. Ich hab schon ein Ausrufezeichen gesehen. Eigentlich sollten wir uns ja beeilen. Aber... Wir machen natürlich erstmal hier die Nebenmission. Finde die Kreatur. Was sagt's Navi? Navi sagt hier oben lang. Ja, ich habe keinen Bock auf Kämpfen, wenn man hier fast nichts sieht durch den Sandsturm. Und gleich die nächste Mission, die machen wir dann danach.
Hier hinten müssen wir durch. Ja, ich muss meine lobenden Worte zum Update wieder ein bisschen zurücknehmen. Wir haben gestern Abend mal wieder hier Multiplayer gezockt und es ist irgendwie schon wieder schlimmer geworden. Ich weiß nicht, ob es nur bei der plattformübergreifenden Geschichte so ist. Aber es gab wieder 1 Million Verbindungsabbrüche. Spiel komplett aufgehangen, bei mir auch. Kam Unreal Engine Fehlermeldung. Und meine Kumpels auch immer, sobald wir eine Mission zusammen starten, fliegen einfach aus der Gruppe raus, müssen das Spiel neu starten oder landen direkt wieder in der Lobby. Und vor allem kommt dann jedes Mal wieder die Einblendung von den Patchnotes von wegen, wir haben die und die Fehler behoben und es läuft jetzt besser. Und das ist dann immer nochmal direkt so ein Schlag ins Gesicht. Sag mal, muss das sein? Ach ja, die sind scheiße. Alles, was fliegt in dem Spiel, ist irgendwie ganz schöner Mist. Kann man die einäschern in der Luft? Ja, funktioniert, cool. Aber nur so eine halbe Sekunde gefühlt. Ach, shit, weg hier. Es wäre schön, wenn wir zumindest einmal langsam kaputt kriegen noch. Komm schon. Jetzt haben wir ihn. Oha. Ach, na klar. Kommt doch alle her. Müssen erstmal den hier wegkriegen. Bin gerade etwas zittrig an der Maushand. So. Du weg, du weg. Komm schon, ich will nochmal aufladen. Was liegt denn hier alles Schönes? Leder. Oh, hier geht's ja weiter. Entschuldigung. Ich wollte doch nur mal kurz in Ruhe mal rumgucken. Aber alles kein Problem für uns. Obwohl die fliegenden Inventar voll geil. Ist aber nicht schlimm, wenn wir das Gebiet verlassen. Geht das automatisch in unsere Vorratskiste. Da müssen wir auch mal wieder reingucken. Vielleicht hat sich da ja schon was richtig Cooles angesammelt. Eine Million von den Biestern, aber die machen echt Spaß. Man kann die halten zwar ein bisschen was aus, also viel immer noch nicht, aber kann man halt einfach schön so hintereinander holen. Ohne dass da groß was passiert. Gibt alles Erfahrung. Ah, könnte ein Fehler gewesen sein, die Lavageschosse gerade aktiviert zu haben. Weil ich glaube, die Bestie kommt jetzt hier unten. Jetzt kommen so langsam die Gebiete, wo ich mich wieder ein bisschen mehr dran erinnere. Okay, wir müssen sowieso hier durch. Dann sind die Fähigkeiten alle wieder aufgeladen. Also doch kein Problem. Also unsere Kumpels wo gerade davon halten, dass wir eigentlich fix einen Unterschlupf suchen sollen, weil der Anomaliesturm kommt und wir sind ja irgendwie der Einzige, der das überlebt. Obwohl die Bailey vielleicht mittlerweile auch. Wir machen hier erstmal schön Nebenmissionen. So, töte Hauras. Ach, das ist bloß ein Gigant. Da drüben ist erst Hauras, okay. Wahnsinn, der Gigant war vorher der Endboss. Mittlerweile kommen die als normale Gegner. Zwei sogar. Oder ist der eine Hauras? Ja, der eine ist Hauras. Mann, warum wechselt der denn immer die Waffe? Okay, das könnte hier ein bisschen schwieriger werden. Weil die Giganten sind halt schon echt eklig, wenn die Schaden reinpfeffern. Ah, und gleich zwei davon. Uiuiuiui. Und wir müssen nachladen, ganz schlecht. Brauchen nämlich eigentlich Leben. Nein, nein, ich hänge. Ich bin in die Falle gelaufen. Ah. Mann, irgendwie kommen wir keine Folge mehr ohne Tod durch, aber falsch gelaufen war es wieder, das Movement, da haben wir es wieder. Ah, man kann halt aber auch so überhaupt gar nicht ausweichen, ne? Es ist einfach nicht möglich, wenn die angerannt kommen. Eigentlich muss man die einfach nur auf Entfernung halten, anders geht... Ah, und selbst das geht nicht. Komm bitte, geht weg.
Ja, es könnte echt schwer werden, die zu besiegen. Ich glaube fast, dass wir eventuell sogar ein zweites Mal sterben. Mann, jetzt lass doch mal los. Zum Glück haben wir die Asche-Detonation. Früher fand ich die völlig Mist. Mittlerweile bin ich extrem froh. Gerade bei denen hier, wenn es dann auch noch funktioniert. Mann. Es werden ja immer mehr. Guck mal auf die Karte oben. Was ist denn hier los? Den ersten Giganten haben wir gleich. Wir müssen den kriegen. Jawohl. Und Hauras ist auch tot. Ey, cool. Okay, das ging jetzt doch besser als gedacht. Aber guck mal auf die Karte. Was ist hier los? Zum Glück haben wir die Schadensverkettung drin. Das rettet uns hier bei den Massen an Gegnern gerade echt ziemlich den Arsch. Darf nicht wieder hier falsch laufen. Das war doof, ich bin einfach nur wieder an der Ecke hängen geblieben und zack, hast du halt schon verloren. So, gleich haben wir's. Einer noch. Bam, Wahnsinn. Das waren meine viele Gegner. Achso, Inventar ist voll bei manchen Sachen. Können wir wieder nicht mitnehmen. Naja. Gut, das ist erledigt. Gibt es hier noch eine Truhe für uns? Eigentlich haben wir uns eine verdient. Jawohl, da haben wir sie. Kann es nicht aufsammeln. Naja. Eine Reise müssen wir nicht unbedingt nehmen. Wir laufen einfach wieder das kleine Stück zurück. Da war ja noch die andere Nebenmission. Und dann machen wir mit der Hauptstory weiter. Wenn wir das dann alles schön abgeben beim Noah und beim Uichio oder wie auch immer. Da gibt es da mal ordentlich was. Beim Noah gibt es ja immer Rüstungsgegenstände. Bei dem anderen Typen gibt es Waffen. Aber ich würde das erstmal alles sammeln, dass wir das am Ende dann wirklich auf der höchsten Weltstufe, die wir gerade haben, abgeben können. Dann gibt es nämlich auch besseren Loot. So, Muni brauchen wir nicht unbedingt hier wieder durch. Dann müsste ja die andere Mission gleich hier vorne kommen. Die sollte man in der Folge noch schaffen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, wie lange die geht. Da erinnere ich mich gerade nicht mehr so richtig dran. Historiker, also müssen wir wieder irgendwas einsammeln und die dauern meistens länger. Mal schauen. Noch mal ganz kurz die Aussicht genießen. Wo so viel mit Aussicht ist nicht. Ach, ist das schön. Wie viel Schaden wir hier reinpfeffern. Man sieht halt bloß kaum was hier in der scheiß Höhle drin. Alles ein bisschen voll mit Sand in der Luft. Komm Alpha, stirb. Und jetzt hier durch? Ne, die sind dahinter, ne? Komm hier wieder rum, ja. Und da war's das schon. Oh, wir müssen mal noch die neue Quest aktivieren. Dass wir auch wissen, wo wir hinlaufen. Suche nach Gegenständen. Okay, gibt's keine Info, wo wir lang müssen. Ist ja halt auch eine Mission, wo man was suchen soll. Macht Sinn. Die Gegner werden uns schon hinleiten, nehme ich an.
Also mit dem Muni auffüllen ist schon cool, weil wenn wir das gar nicht hätten, hätten wir halt sehr, sehr viel Zeit mit Nachladen verschwendet. So finde ich das eigentlich ganz geil. Ich hoffe mal, dass wir jetzt richtig sind, aber hier geht es auf jeden Fall weiter. Also müsste es ja auch irgendwie hinhauen. Navi sagt nämlich wieder zurück. Das irritiert mich gerade, aber dem Navi kannst du hier eh nicht vertrauen. Er hat nicht mal einen Meter zu uns hingeschafft. Oh, hier ist eine Brutmutter. Habe ich aber erst spät gemerkt. Mann, ich wollte die Asche-Detonation einsetzen, aber es hat nicht funktioniert. Eigentlich würde ich mir die kleinen Viecher ganz gerne aufheben. Oh, wir sind in die Falle gelaufen. Dass wir uns an denen wieder ein bisschen Munition besorgen können von denen, aber ging jetzt leider gerade nicht anders. Die sind irgendwie alle gestorben. Ja, ich mag so enge Räume nicht. Ist eigentlich immer das Schlimmste, wenn man keinen Platz zum Ausweichen hat. Ja, hast du dir gedacht, dass du das mit mir machst? War aber nicht der Fall. So, jetzt haben wir wieder ein paar kleine Biester. So, immer hier drauf auf das Blaue da. Da ist der kritische Trefferpunkt. Du nicht, mein Freund. Bam. Ja, Inventar ist überall voll, ich weiß. Wir haben noch eine Kiste. Ein paar Stiefel gab's. Was soll ich denn hier einsammeln? Ach, da war irgendwas. Ist es sogar das, was wir brauchen? Ach, cool. Perfekt für Beauvoirs kleines Museum. Ich hab das gar nicht gesehen. Und da haben wir einen Schnellreisepunkt. Perfekt, dann gehen wir wieder zurück. War ja sogar relativ schnell jetzt. Du bist hier. Das ist die Frage. Jenseits ist die aktuelle Mission. Na, den Unterschlupf zu finden, also gehen wir hier hin, laufen hier oben lang. Ja, das macht Sinn. Ach, wir kommen so gut zur Zeit voran. Da macht es auch echt viel, viel mehr Spaß. Es geht halt vor allem auch ein bisschen schneller. Jetzt hoffe ich mal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Hier geht es nicht wirklich weiter, ne? Also schon, aber da brauchen wir anscheinend vorher eine andere Mission. Müssen wir mal gucken. Wir haben hier den Ausgang. Navi sagt hier lang. Hier dürfen wir natürlich wieder nicht lang. Wie sollte es anders sein? Also müssen wir anscheinend hier hochlaufen. Oh, das Wetter wird immer schlimmer. Wir müssen uns wirklich langsam beeilen. So, natürlich nicht. Haben wir keinen Countdown laufen. Aber wir tun mal so, damit das alles ein bisschen realistischer wirkt. So, genau, wir sind vor uns, glaube ich, von dort gekommen, sind jetzt hier hoch für die Mission. Stimmt, hier lag das Gerippe irgendwo. Wir müssen wahrscheinlich hier weiter. Ja, wäre zumindest erstmal provisorisch so ein kleiner Unterschlupf. Hab eine Höhle gefunden. Da sollte auch der Truck reinpassen. Schon unterwegs. Der Sturm wird immer schlimmer. Ich darf's nicht einnehmen? Achso, kommt erst eine Videosequenz. Wir werden wohl eine Weile hier bleiben. Wie fühlst du dich? Warst ein paar Tage weg. Wow, 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 wow. Ich kann meine Beine nicht spüren. Tut mir leid, Bailey. Warum habt ihr mich nicht getötet? Tada! Mein Meisterwerk. Dabrowski hat sich schon wieder übertroffen.
Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Meine Tochter wollte, dass du lebst. Ich habe keine Ahnung, warum. Töte mich. Oder verpiss dich. Janna! Ist das dort ein Feuer? Ich glaube, wir sind nicht allein. Waren die anderen? Ich sehe mich mal um. Ist ja nett, haben wir uns tagelang um die Gute gekümmert. Versucht sie irgendwie wieder auf die Beine zu kriegen. Naja, gut, nee, das klingt falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann gleich so. Naja, sie wird sich schon noch irgendwie damit abfinden. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Klappe. Übermorgen geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.